Hallihallo, einen wunderschönen guten Samstagmorgen am 13. Juni im Jahre des Herrn 2020. Hier ist euer alter Mann, bürgerlicher Name Werner Michael Heuß. Und ja, heute seht ihr mich in ungewöhnlicher Kleidung. Und zwar sind das meine Jagdklamotten. Einige wissen ja, dass ich aktuell eine virtuelle Schnitzeljagd laufen habe. Danke an alle Teilnehmer, die sich da reinknien. Und ja, auf diese Art und Weise bilden wir uns immer so ein bisschen weiter oder frischen Dinge auf, die in unserem Erinnerungsschatz sind. Herzlichen Dank an die Teilnehmer für die Anregung und für die tolle Mitarbeit. Aber das ist heute nicht Thema meines Videos, sondern, und das ist das Erstaunliche, was mich in den letzten Wochen oder sagen wir mal so den letzten 2 Monaten völlig fasziniert, ist natürlich einerseits die teilweise sehr guten Informationen von einer Person, ich weiß ja nicht, ob es Männlein oder Weiblein ist, die auf meinem YouTube-Kanal sich als Insider eines bestimmten sozialen Netzwerkes geoutet hat und auch teilweise schon Dinge vorgebracht hat, die mir nicht bekannt waren. Und auf der anderen Seite, und das haben einige von euch klipp und klar erkannt, scheint in diesem von dem eventuell zukünftigen Inhaber, das Kaufangebot liegt ja in der Schublade, neben den 100.000 Euro, ihr wisst Bescheid, ja, dass wenn die Mitgliederzahlen sich weiter so rasant reduzieren und so weiter, ein wundervoller Mensch, ich nenne ihn persönlich ehrfurchtsvoll Ihre königliche Durchlaucht, König Nacknack, der erste und einzigste. Und was mich weiter wundert, es geschehen, ja, ganz auf einmal aus dem Nichts komische Dinge. Hashtag König Nacknacks Top. Grafikdesignerin, ich musste mich jetzt echt zusammenreißen, dass ich nicht Schmierfinkerin, das Wort gibt es ja nicht, weiblichen Schmierfink, müsste man dann sagen. Eventuell, wir müssen noch ein paar Tage zittern, für alle Zeiten gesperrt hat und dann wird irgendwann das Profil auch gelöscht. Aber insgesamt, und ihr habt es wundervoll auf den Punkt gebracht, indem ihr sagt, es ist vielleicht ein verspätetes Frühlingserwachen. Und das fasziniert mich schon, denn ich denke nicht, dass auch nur irgendeiner der Verantwortlichen meine Videos und meine Webseite, die ich ja jetzt Gott sei Dank neu eingerichtet habe und die immer noch aufzeigt, wernermichaelheuss.com, liest bzw. die Videos mitverfolgt. Ich habe so viele Meldungen gemacht, so viele Verbesserungsvorschläge in den letzten 5 Jahren. Alles ist unbeantwortet geblieben. Und das, was die Oberen in diesem von König Nacknack so abfällig benannten gelben Laden an Informationen auftaucht, kommt einzig und alleine von den Mitgliedern des Fünf-Sterne-Sonnenclan, die den völlig verdreht, wie immer und wie gewohnt und wie gehabt, Dinge vortragen, die ich niemals gesagt und niemals geschrieben habe, denn die faken ja alles. Wir hatten ja jetzt das Beispiel gerade, ne, mit dieser Grafikdesignerin, die, das war für mich schon immer klar, 17 Fake-Profile bearbeitet hat, von dort aus Fake-Mails verschickt hat, von dort aus Fake-Kommentare auf Chronikeinträge gemacht hat, von da aus alles gefaked, alles, und das, überlegt euch das mal,
Eine Person bewirtschaftet 17 Fake-Profile, das ist ein Fulltime-Job. Aber das nur noch mal am Rande so zum Auffrischen. Was richtig erstaunlich ist, umso tiefer ich jetzt in der Kiste buddele, umso mehr kommen irgendwelche Leute unter Zugzwang. Oder aber es gibt wirklich noch Menschen, die den gelben Laden retten wollen und jetzt entsprechend Maßnahmen ergreifen. Ich hatte euch vor ein paar Tagen berichtet über die Art und Weise, wie König Schnacknack sich vor seine Schergen stellt und es in seiner Arroganz erwartet, dass man von der Obrigkeit, sprich von den Betreibern dieses sozialen Netzwerkes, auf diese Wurst zukommt. Die müssen auf ihn zukommen, weil er der große König ist. Das muss man sich mal vorstellen. Wie kann einer so arrogant und so selbstverliebt sein, dass er erwartet, dass der Berg zum Prophet kommt? Auf Deutsch gesagt. Und der hat jetzt, und das ist wieder wundervoll, ich hatte euch ja vor ein paar Tagen auch erzählt über diesen Gesamtvorgang und was da passiert wurde, dass die Leute sich ausweisen mussten. Es waren ja insgesamt 20 gesperrte Profile, davon wurden, ich glaube, drei oder vier wurden freigegeben. Mit dem Rest ist nichts passiert. Und jetzt auf einmal, gestern oder vorgestern, meldet sich König Nacknack wieder bei seinen 200 Schergen und ich lese euch mal vor, was der geschrieben hat. Rote Karte für Fakes im gelben Laden. Jetzt gehen die Fake- und Spaßprofile zu. Der gelbe Laden hat jetzt den Verdacht geäußert, dass einige User hier nicht ehrlich zu ihm sind und den anderen ehrlich zu ihm und den anderen Usern sind. Deshalb gehen einige Profile zu, da man vermutet, dass die gesamten Profilangaben nicht der Wahrheit entsprechen. Bei Kenntnisnahme werden Spaßprofile ab sofort gesperrt, da jeder Nutzer das Recht haben sollte, in Grundzügen zu wissen, mit wem er kommuniziert. Somit toleriert der gelbe Laden ab sofort keine Fakes oder Spaßprofile mit falschen Angaben. Leider betrifft dies auch 5 der 42 Geschenksponsoren von Evente, also das König Schnacknack, die aktuell 400, 500, 800, 900, sogar über 1.100 Kredits auf dem Konto haben. Hier mache ich mal kurz Stopp. Da frage ich mich, was sind das für Leute? Für diejenigen, die dieses Netzwerk nicht kennen. Es gibt eine Fülle von Netzwerken, gerade im privaten Sektor. Ich war auch in so einer Bude drin, die nannte sich irgendwann Besonnenscheintreff. Die haben eine virtuelle Währung. Und in diesem gerade genannten Sonnenscheintreff war das ganz komisch. Man kriegt hier für Hunds und Kunst Punkte. Nicht Punkte. Eine virtuelle Währung gut geschrieben. Ich war dort ein Jahr, bis mich dann der 5-Sterne-Sonnenclan auch da in Misskredit gebracht hat, sodass die mich dann rausgeschmissen haben. War kein Verlust. Ich habe mich da sowieso, als die da alle aufgetaucht sind, nicht mehr wohlgefühlt. Vorher war es anders. Dazu erzähle ich euch auch zum späteren Zeitpunkt im Video alles. Ja, ich hatte da 1 Million und was weiß ich was von dieser virtuellen Währung und man konnte die gar nicht ausgeben, weil es dauernd irgendwelche virtuellen Geschenkaktionen gab, wo man Geschenke kostenfrei verschenken konnte und damit war der ganze Nutzen weg. Wenn mir persönlich, und ich habe sehr, sehr viele virtuelle Geschenke im gelben Laden bekommen, mir einer ein Geschenk macht. Ich erinnere mich gerade vor 2 Tagen, da hat mir eine Dame ein Geschenk gemacht mit dem Text für einen ganz besonderen Menschen. Leute, glaubt mir, es sind so Momente, da könnte ich fast heulen, weil ich mir dann auf die Schulter kloppen kann und kann sagen,
Mensch, Werner, du musst über eine Zeit X was Gutes getan haben für diesen Mensch. Wir befinden uns in der virtuellen, schrägstrich digitalen Welt, wo man, und das sagt ja der erste Absatz schon, wo man unter Umständen mit Menschen kommuniziert, die gar nicht die sind, für die sie sich ausgeben. Oder aber es sind so dermaßen tolle Menschen, die einem das Herz aufgehen lassen, die einem Freude bringen. Und Virtualität ist Freizeit. Es sei denn, man ist Mitglied des Fünf-Sterne-Sonnenclan, dann hat man Ziele. Böses Blut sehen, Hass und Hetze verbreiten, Rufmorden, die ganze Palette. Und meine Freunde, mein Umfeld, mein digitales Umfeld, ich möchte euch jetzt nicht die Größenordnung sagen, aber es sind weltweit, es ist ein siebenstelliger Bereich. Das sind alles Menschen, die friedlich sind, die den Anstand und die Würde nicht nur zu schätzen wissen, sondern auch umsetzen und vor allen Dingen im Umgang unter und miteinander. So, und dann frage ich euch, wenn, oder machen wir es konkret, König Schnacknack macht seine Kontakte ausschließlich über Geschenke. Er sucht sich irgendwelche Leute oder es ist, ich vermute, es sind, ich weiß nicht wie viele. Ja, die eine hat 17 Fake-Profile, der andere hat so und so viel. Die bauen da über Jahre Massen von Credits auf. Also ist die virtuelle Währung dort. Ja, und dann macht er Geschenkegruppen und lobt, was weiß ich, 5 oder 10 Mal den Blumenstrauß und 10 Mal den Rosenstrauß und so weiter. Und wenn sich dann einer in der Gruppe anmeldet, dann kriegt er das Ding und dann hat er ihn in der Fänge und dann. Was dann passiert, das erzähle ich euch auch in einem weiteren Video. Ein virtuelles Geschenk oder jedes Geschenk ist doch, wo irgendein Mensch dir, ich gehe in der Regel davon aus, von Herzen, bei manchen ist es auch so, die fühlen sich verpflichtet, wenn man Geburtstag hat oder wenn Weihnachten ist, aber du merkst doch an der Reaktion. Im realen Leben, an der Übergabe, wenn du demjenigen in die Augen guckst und der reicht dir das einfach nur so rüber, hier hast du dein Geschenk, dann weißt du, das ist Schall und Rauch. Und wenn einer dich in den Arm nimmt und sagt, du bist ein ganz toller Mensch und ich habe hier eine Kleinigkeit für dich, es muss ja nichts Großes sein. Manchmal reichen ein paar vernünftige Worte, vielleicht auf ein Stück Papier gebracht. Und dann hast du was, was du in deinen persönlichen Erinnerungsschatz reinlegen kannst und kannst dich den Rest des Lebens immer wieder daran erfreuen und in der stillen Stunde, wo die Welt über dir zusammenbricht und alles AA ist, dann klappst du diesen Erinnerungsschatz auf, guckst da drauf und freust dich wieder und vielleicht ist in dem Moment die Welt wieder heile. So, Huck, ich habe genug gesprochen. Kommen wir zurück zu König Schnacknack. Auf Rückfrage ruderte der gelbe Laden zurück und teilte mit: Sollte unsere Einschätzung falsch sein, bedauern wir dies sehr. Somit wird bei Verdachtsmomenten gesperrt und dann wieder entsperrt. Die Verantwortlichen wollen halt den gelben Laden aufräumen. Hier steht also wirklich und wahrhaftig immer gelber Laden. Dieses abfällige Wort, was mich persönlich, ja, gelinde gesagt, schon auf die Palme bringt. Ihr könnt mich nachvollziehen wahrscheinlich. So, betroffene Profilinhaber senden bitte von der beim gelben Laden hinterlegten Mailadresse eine Mail mit Bild an Hotline, auf dem sie deutlich zu erkennen sind und sichtbar einen Zettel mit ihrem was steht? Benutzernamen und aktuellem Datum in den Händen halten. Was ist denn das für eine Sicherheitsüberprüfung? Das ist ein Witz. Jeder weiß, Nacknack und Co. benutzen ja nicht nur Schadsoftware, die fummeln auch Beiträge um. Ich habe Dutzende von Beispielen hier. Da 37, fast 37.000 Bildchen. Die fummeln Schriftverkehr um und zeigen dich an wegen angeblicher Erpressung. Auch dazu komme ich noch.
Ihr glaubt ja nicht, was da los ist. Aber ihr kriegt es jetzt von mir Stückchen für Stückchen. Aber was ist denn das für ein Humbug? Da kannst du genauso wieder eine Bildmontage machen mit einem Zettel vor der Brust und dem Username drauf. Benutzername, sagt er hier. Benutzer. Auf einmal ist es ein Benutzer. Naja, der Wortschatz von diesem Mensch, der ist sowieso von hü bis gestern. Sollte sich der Profilbesitzer nicht binnen 14 Tagen melden, so wird sein gesperrtes Profil gelöscht und kann nicht wiederhergestellt werden. Schön, tschüss und weg, den Dreck. Juhu! Bei Fragen oder Einwänden in Bezug auf die Profilsperre, jetzt heißt es auf einmal wieder Profil, sendet bitte eine Mail an, gebt im Betreff den Benutzernamen an. Wichtig ist, dass mit einem S, naja gut, ihr bitte die Mailadresse verwendet, die ihr in eurem gelben Ladenprofil angelegt habt. Fazit. Wer ehrlich arbeitet, ich und meine Freunde, hat beim gelben Laden nichts zu befürchten und so gehen die Profile von derzeit 5 aus 42 gesperrten Geschenkesponsoren des Evente-Team. Evente ist König Schnacknack. Sicher wieder auf. Evente ist sein selbst gewählter Spitzname. Nur zur Klärung für euch, damit die Begriffe kommen. Bei mir ist er König Schnacknack. Fertig. Da es reale User sind, die der gelbe Laden schon einmal gegencheckte, jedoch diesen Check gerne noch einmal wiederholen will. Nachtigall, ich höre dir tapsen. Das ganze Ding war im Zuge der Aktion, als die 20 Profile gesperrt wurden, vor etwa 1,5 Jahren, wurden die angeblich schon mal gecheckt. Und jetzt behält sich die Führung des so abfällig benannten gelben Ladens, ich werde den Teufel tun und dieses Netzwerk hier benennen, in die Nessel setze ich mich garantiert nicht rein. Da passt schon ihr könnt das jetzt nicht richtig sehen, mein Paulchen Panther auf. Es ist ja auch unglaublich, dass es im gelben Laden 42 User gibt, die Evente mit 400, 600, ja sogar ihren eisern ersparten 1.100 Credits aktiv unterstützen. Zusammen sind das 42 Geschenksponsoren mit aktuell über 8.000 Credits. Das alles für Evente? Fragezeichen. Das ist doch sehr großzügig von mit Doppel-N diesen 42 Usern und der gelbe Laden will da eben noch einmal Licht ins Dunkel bringen, warum man einem Evente, so wie Ed, den Namen nenne ich auch nicht, es tat, einfach mal so 1.100 Credits für Gewinnspiele schenkt. Zur Klärung für euch da draußen, alle, die diesen Laden nicht kennen: Man kann keine Credits verschenken, transferieren. Das geht im Sonnenscheintreff und in, was weiß ich, wie die ganzen anderen Läden, Bijou und was weiß ich was. Da kann man Credits von einem User zum anderen User transferieren, damit der sich Freuden machen kann. Hier geht das nicht. Das System läuft folgendermaßen ab: König Schnacknack macht Geschenkegruppe, um neue Mitglieder zu fangen. Ja? Die machen nebenbei einem Gewinnspiel teil und bekommen dann von einem seiner Sponsoren das gewonnene Geschenk mit einem netten Text überreicht. Das ist so ein wundervolles Geschenk. Ich würde den Dreck sofort löschen, weil ich würde mich schämen, bis nach Meppen dreimal hin und zurück. Für mich ist ein Geschenk und ein Geschenk in der virtuellen Welt, das ist die höchste Form der Wertschätzung. Nicht die Daumen hoch und die Herzchen und so weiter und das Ganze, die ganzen geklickerten Emotionen und irgendwas. Aber wenn ein User meint, einem ein Geschenk machen zu müssen,
Und schreibt darunter für einen ganz besonderen Mensch: Oh, Leute, ich muss mich zusammenreißen, dass ich nicht anfange zu heulen. Tut mir leid, aber ich bin so. Ich werde mich auch niemals ändern. Und jetzt kommt's. Jetzt kommt's. Ich habe euch schon gesagt, wo der Kerl wohnt. Jetzt kommt's. Haltet euch fest. Karl Eduard von Schnitzler vom Schwarzen Kanal will da wohl einen Schlag gegen das Event-Team für sich verbuchen. Karl Eduard und von Schnitzler, Schwarzer Kanal. Ihr wisst, ne? Zu DDR-Zeiten hat der schon immer so ein bisschen, ne? Schwarzer Kanal ist bekannt. Jetzt kommt ihr auf einmal mit Karl Eduard von Schnitzler. Wartet mal, wen der meint. Oder aber, ich sag ja, es gab 2010 schon mal einen riesigen Eklat, wo König Schnacknack im Mittelpunkt stand. Bitte füllt euer Profil ordentlich aus, macht auch einen ordentlichen Profiltext rein, denn bei nichtssagenden Profilen ohne Bilder, da liegt eben der Verdacht nahe, dass da geschummelt werden könnte und es kann eine temporäre Sperre wegen des Verdachts der Erstellung eines Fake- oder Spaßprofiles geben. Punkt. Ja, Schwumms, alle raus. Wenn alle diese jetzt hier so als Fake- und Spaßprofile benannt, ich habe heute Morgen geguckt, ich habe mich mal eingeloggt kurz, habe geguckt, es sind mittlerweile schon nicht mal mehr 185.000, die sich angeblich in den letzten 4 Monaten eingeloggt haben. Ich weiß nicht, was diese Zahl überhaupt aussagen soll. Dass man noch 185.000 Mitglieder hat. Ich beobachte das Ganze seit 5, 6 Jahren. Und ich schwöre euch bei Gott, dass am Tag nicht mehr als 5.000 bis 7.000 User in diesem Netzwerk überhaupt aktiv sind. Es gibt einige Stellen, da kann man gucken. Da gibt es zum Beispiel so eine Entdeckerleiste. Du findest immer die gleichen. Da tut sich nichts. Gar nichts. Ich beobachte das wirklich seit gut 6 Jahren, seitdem ich meine Gruppe Wertschätzung ins Leben gerufen habe. So, Leute. Warum habe ich jetzt dieses Video gemacht? Ihr habt einige Eckpunkte rausgehört. Und ich halte es für meine Pflicht, weil diese Informationen von König Schnacknack, die gehen an seine 200 Liniengetreuen. Und ich finde, ihr alle da draußen, ich hoffe, dass ihr das Video teilt, überhaupt meine Videos teilt, damit ihr mal wisst, was hinter den Kulissen überhaupt los ist. Viele von euch haben mir geschrieben, ich habe das nie gemerkt. Das ist auch klar. Das ist mir völlig klar, weil es interessiert doch keinen, wenn jemand sich mit seinen Freunden ordentlich vernünftig austauscht. Und wir sind ja unter uns. Ich kenne keinen von meinen Freunden, der irgendwie in irgendeiner Form Kontakt hat mit den Mitgliedern des Fünf-Sterne-Sonnenclans. Und die sind ja, und jetzt kommen wir mal zu dem positiven Teil. Ich versuche immer das Positive zu sehen. Im Dezember 2000, Entschuldigung. Im Dezember 2016 gab es eine von König Schnacknack extra gegen mich zur Hetze ins Leben gerufene Gruppe mit 350 Usern. Und heute, 3,5 Jahre später, im Juni 2020, spricht er nur noch von 200. Hey, Leute! Andererseits müsste ich ja wieder traurig sein. Ich bin nicht mehr der Lebensinhalt von nur drei, von 350 Menschen, sondern nur noch von 200. Schnie, schnuff. So, Spaß beiseite. Liebe Leute, das Wetter lässt heute noch gewaltig auf sich warten. Die Sonne ist noch nicht mal im Ansatz im Anmarsch. Aber ihr Lieben, ihr habt die Sonne im Herzen, hoffe ich. Und wenn nicht, dann bringe ich sie euch, versprochen. Und ich mache es heute kurz. Ich habe euch alle furchtbar lieb da draußen. Wirklich. Alle, die ehrlich sind, alle, die den Anstand und die guten Sitten wahren und sich gegenseitig wertschätzen
Und das tut ihr schon, wenn ihr miteinander nett schreibt. Seid euch dessen mal bewusst. Ja, ich sag für heute bis dann, euer alter Mann. Toi, 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 bleibt gesund. Ciao, ciao.